kam auch vor der Madonna noch raus. Und es ging ja schon mit dem Küssen mit der Britney Spears los. Und Christina Aguilera war es, glaube ich. Genau. Und ich habe so aufgepasst. Die Maxis, da gab es keine Maxis zum Kaufen. Dann gab es keine Schallplatten mehr. Ja, ich hätte nie mit sowas gerechnet. Vor allen Dingen sitze ich da wie bestellt und nicht abgeholt nach dem Motto. Mir hat man gesagt, ich werde bald sterben, 2003. Es ist Michael Jackson und ich dachte mir, die haben alle einen Schuss. Ich glaubte kein Wort. Wer ist denn nachher die Nummer 1? Das ist ja wirklich die Creme de la Creme. Meinen die, ich bin aus Glas. Man ist unser Elvis weggestorben. Niemals hätte ich an sowas gedacht. Es ging gleich mit so viel Power los. Aber ich legte den alten Scherz auf. Das, was ich hatte und die Schallplattensammlung, ich bin immer angelogen worden, habe ich wirklich nicht mehr gekriegt. Ich habe nichts gehört beim Thriller, bei Eurythmic, bei Kiss. Und genau, und wer kommt jetzt als Nummer 1? Lena, da habe ich Hit drauf gemacht, genau. Sind wir denn alle Gaga? Ein bisschen verrückt schon. Ja, Musik auflegen, das würde mir Spaß machen. Irgendwas in der Arme mitwirken, irgendwas anderes. Ich bin nicht schwanger, ich habe wirklich 20 Kilo zu viel. So fett war ich noch nie.